Das andere ist ja, Elina Garanča ist ja nicht nur ein Stadtkind. Sie ist eigentlich durch und durch ein Landkind. Sie ist immer draußen auf dem Land da gewesen. Haben Sie damals auch als Kind den Kühen schon vorgesungen? Eigentlich schon. Ja? Eigentlich schon. Ich meine, ich bin wirklich ein Die Alm ruft. Wow. Es gibt ganz unterschiedliche Töne da. Ja, ja. Großartige Töne. Also ich muss, das ist etwas, was mich immer noch wahnsinnig rührt. Und meine Großeltern sind leider vor kurzem alle verstorben, aber noch vor ein paar Jahren, wenn ich dann sie zu besuchen gefahren bin, dann habe ich wirklich in dem Kalbsmund meine Hand reingesteckt und einfach dieses Gefühl von Kindheit, wie dir das saugt und das alles, dann wird dann so. Also das sind. Manchmal gehe ich zum Beispiel auch in Großstädten einfach in Streichelzoo für die Kinder und dann bespreche das alles mit denen. Und irgendwie brauche ich diese Verbundenheit. Mhm. Aber natürlich, als Kind habe ich meine Füße in Kulatsch gewärmt, weil ich habe die um 6 Uhr morgens aufs Alm geschickt und Schweine gefüttert. Oder wie ist der Klang, wenn man da reintritt nochmal? Ich kann mir Es kommt darauf, worauf man konzentriert. Wenn man auf die Vögelchen um 6 Uhr oder 7 Uhr morgens konzentriert oder wenn man Hunger hat und muss ganz, ganz schnell wieder zurück, dann ist das einfach, die Füße warm zu halten und dann wieder nach Hause. Aber es ist was anderes. Genau, aber es ist was anderes. Wenn er frisch ist, ist er warm. Genau, aber es ist was anderes, wenn man dann in einem Kalten einsteigt. Weil das ist von oben dann ein bisschen trocken. Ja, das ist klar. Das ist wie so ganz dünnes Eis, das dann einbricht, wenn der Kuhfladen schon leicht eingefroren ist. Ganz ernst. Ja, ich bin Landkind. Bei den Großeltern da. Ja. Wir mussten ja dann immer sozusagen im August, September Beeren pflücken gehen. Holunderbeeren, Brombeeren, da wurde sozusagen das eingemacht. Pilze natürlich, aber die Beeren wurden eingemacht für den Winter. Ist das nicht herrlich, an einem Herbstmorgen, so am Samstag, Sonntag, so gegen 6 Uhr irgendwo ins Wald zu fahren? Es muss nicht um 6 Uhr sein, ich freue mich auf. Nein, aber das ist das Erste. Wie sagt man, der Erste, wer zum Ersten aufsteht, wird zum Ich meine, in Lettland sind ja die Wälder nicht so groß, also man eigentlich macht einen Wettbewerb mit dem Nachbarn, weil so wer zuerst kommt und dann wird die besten Pilze abkriegen. Ich hatte den Christopher Hampton als Freund da oben, wir hatten dann Geschichten aus dem Wienerwald geschrieben und am letzten Tag hat er gesagt, Maximilian, du hast doch, weißt doch, wo die besten Erdbeeren wachsen. Ne? Dann habe ich gesagt, ja, kannst du uns die Plätze verraten? Nein. Dann habe ich gesagt, warte einen Moment. Bin raufgegangen, habe mein Schwert von Hamlet genommen und habe geschwört auf mein Schwert, dass ihr diese Plätze nie verraten werdet. Die haben auf Schwert geschwört und bis heute ist kein einziger Engländer gekommen und hat da. Herrlich. Der frühe Vogel fängt den Wurm, sagt der Volksmund. So, Wen meinst du jetzt? Ja, weil sie ja morgens um 6 schon da war. Ich bin immer ein Frühkind gewesen. Ja? Ich war alleine, bin ich aufgestanden, bin ich in die Schule gegangen, mir Frühstück gemacht. Also ich bin wirklich eine Lerche. Eine Lerche. Siehst du, frühe Vogel, Lerche. Sie hat es gleich verstanden, was ich gemeint habe. Macht gleich ein Bild da draus. Mezzosopran. Der Blond. Auch wenn falsch. Und weißt du, was beim Mezzosopran ja auffällig ist? Hosenrollen. Sind dir Hosenrollen bewusst? Ja. Ich spiele ja viele Hosenrollen. Ja. Du übst dich nach wie vor da drin. Prinz Orlovsky Fledermaus, ist es eine Hosenrolle? Ja, doch. Ja, Octavian, Rosenkavalier. Mhm. So, jetzt nochmal, was ist eine Hosenrolle? Man wird, also eine Mezzostimme oder eine Frau wird einen Buben spielen. Das ist die Hosenpartie neben. Das heißt, und dann, das heißt dann die Reaktionen von dem Publikum. Entweder können die das akzeptieren oder nicht. Aber wie ist das, wenn man in diesen Hosen so zugeschnürt ist und so? Man muss diese Hosenrollen spielen. Na, irgendwann, Mitte 2.8. tut es weh, weil die Hosen ist so an den Leib irgendwie gequetscht. Ja. Also bequem ist das nicht. Ja, das ist nicht bequem, auch nicht die Stimme zu bilden. Kommt das nicht von der Zeit, wo noch nur Männer die Mädchen spielten? Also Shakespeare-Zeit? Ja, doch. Mhm. Kommt daher, ne? Mhm. Auch Rosenkavalier ist ja noch ein letztes Überbleibsel, das der Hoffmannsthal unter Strauß, die wollten eine Hosenrolle. Was ich aber am schönsten beim Rosenkavalier finde, ist gerade der dritte Akt eigentlich, wo man wirklich das Doppelspiel, also eine Frau, die einen Buben spielt, die eine Frau spielt. Ja. Also das ist sowas von herrlich. Ja. Ist wirklich. Was haben Sie da gespielt? Den Octavian. Den Octavian. Mhm.
die eben ein Mariandl spielt. Ja, haben Sie, ich meine, Sie haben oft erzählt, dass Sie Männer beobachtet haben, um sich das vorstellen zu können, um eine kleine Anleitung zu kriegen, eine kleine Fantasie zu bekommen. Ja, ich beobachte Sie auch. Ja? Mhm. Was kommt dabei raus? Darf ich nicht sagen? Dann werden Sie aufmerksam sein. Nein, also es hat mir wirklich am Anfang wahnsinnig geholfen, einfach die Partien darzustellen. Es war besonders bei dieser Fledermaus-Inszenierung, es war der Orlowski, der lebensmüde, irgendwie Alkoholproblematiker war und es hat ihm nichts mehr interessiert und er war wirklich sauer auf die Welt und auf alle. Und ich wohnte in meiner ganz in die Nähe von Bahnhof und dann bin also eigentlich nach Hause gehend, könnte ich vorbei diesem Bahnhof laufen. Mhm. Und da habe ich wirklich die Leute, die da rumhängen, einfach beobachtet und irgendwann mal an mich niedergesetzt auf einer Bank und gesehen, wie die gestikulieren und was sind die für Gesichtsausdrücke und wie manchmal streiten die über eine Flasche, die halb leer ist. Also das waren die Kleinigkeiten. Und ich glaube, dass beim großen Schauspieler, bei großen Regisseuren eben dieses die Interesse an Detail macht wahnsinnig viel aus. Und ich glaube, gerade bei Opern ist eben diese Zusammenarbeit auf die Reaktionen, wie der Partner was tut und wie du reagierst. Und dann irgendwie dann diese Routine bei Vorstellung Nummer 10 oder 12 kommt nicht so brutal vor, weil man immer aufmerksam ist auf das, was der Kollege jetzt gerade in diesem Moment macht. Und das ist immer irgendetwas anders. Mhm. Haben Sie, oder? Wenn Sie so genau gucken, beobachten, hinschauen, wie das macht der Kollege, haben Sie so mal bei Maximilian beobachtet, sodass Sie von ihm was verwenden können? Also unglaublich ausdrucksvolle Augenbrauen und Augen. Also die Augen ist schon was, was ganz Besonderes. Und eine große Hand. Also ich glaube, wenn dem mal ein Latschen gibt, da hat man schon ein Gewicht. Was gibt er? Ein Latschen, genau. Ein Latschen. Schon wieder so ein Begriff, ja? Gut, die Kamera liebt das Gesicht, man merkt das. Ja. Ich habe eben geguckt auf dem Monitor, die Kamera liebt das Gesicht von Maximilian Schell. Ja, ist ja auch was zu lieben, oder? Aber ich finde, es ist auch was zu lieben, wenn Sie Carmen spielen. Georges Bizet, wir schauen mal hinein. Da merkt man, sie liebt die Rolle. Sie liebt es. Ja, sie ist fabelhaft. Ja. Ja. Macht sie sich blond? Ich würde jetzt sagen, Maximilian Schell hat gesagt, von nun an brauche ich das nur, genau, Schluss vorbei mit wann kam denn das blond? Wie bitte? Wann kam das blond ins Leben? Von meinen Haaren, meinen Sie jetzt, in Natur, im Leben? Immer. Ja. Immer. Ich bin als Kind eigentlich ganz, ganz dunkel geboren und dann als Zweijährige war ich wie ein Engelchen. Ganz, ganz weiß, ganz, ganz schöne Löckchen. Ja, und haben die Eltern nicht gewusst, dass du mal die Carmen spielen willst? Also es ist eine Geschichte, was meine Mutter erzählt, weil wir hatten oder ich hatte am Anfang meine Studium die gleiche Lehrerin als meine Mutter. Mhm. Und wo ich dann geboren bin und irgendwie mit 2 Jahren hat meine Mama mich mitgeschleppt in die Stunden, also in Unterrichtsstunden, dann saß ich da und hat sie ganz, ganz beobachtet, ganz vorsichtig. Und irgendwann kam die Lehrerin und hat gesagt, na du kleine Elina, was willst du denn machen, wenn du groß bist? Und ich werde denken wie meine Mama. Angeblich ungefähr mit 2 oder 2,5 habe ich das entschieden. Aber für mich offiziell kam das mit 17 erst. Über Nacht. Gibt es heute noch einen Bezug zu? Also Eltern, Heimat, sind Sie öfter zu Hause? Ist das Freund. Mann. Freund, Mann. Mann. Was will man jetzt wissen? ich werde immer seltener nach Lettland, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich pendle auch zwischen 2 Wohnsitzen, jetzt in Riga und auch in Spanien, in Südspanien, Malaga. Und ja, mein Mann kommt aus Gibraltar und irgendwie habe ich immer Spanien gemocht und geliebt. Und seit 10 Jahren fahren wir immer wieder dort und machen Urlaub und so. Und wenn ich meine Eltern und meinen Bruder nicht genügend besuchen kann, rufe ich, dass sie zu mir kommen. Und so werden sie zum Silvester werden in Berlin sein. Brüder, auch alle Musiker? Nein, mein Bruder ist der schwarze Schwan in der Familie, hat wunderschöne Bariton. Schwarzer Schwan, nicht Schwan. Hat eine wunderschöne Baritonstimme, ist aber ein Computergenie, wie wir nennen. Er macht so dreidimensionale Dinge, Multimedia und er komponiert auch teilweise zu den Bildern und er macht Ausstellungen, wo eigentlich jeder Besucher kann sich mitteilen von diesem Werk. Ja. Dann macht er so Programme, wo man wirklich mit ein paar
Drücken auf die Tastatur verändert das Ganze. Und also es ist wirklich was irgendwie Faszinierendes und auch kaum Vorstellbares für mich. Das Phänomen ist also, die Stimmen sind alle da in der Familie. Der Bruder, toller Bariton, aber hat gesagt, ich gehe einen anderen Weg. Wenn Sie so zum Beispiel, wie viele sitzen da in New York im Konzertsaal zum Beispiel? Wie viele passen da rein? In der Metropolitan Oper 3.900. 3.900 in der Met. Dann stehen Sie da oben, haben kein Mikrofon. Unten, ja, Entschuldigung, ja, stimmt. Aber gedanklich genau. Auf der Bühne, so. Und aber haben kein Mikrofon. Wir brüllen uns tot. Ja, was ja kaum jemand versteht. Da ist kein Mikrofon, ist keine Verstärkung. Sie müssen sozusagen 3.900 Leute allein beschallen. Ja, aber es ist auch die Akustik, wie der Bühnenbild auch gebaut ist. Weil sehr oft zum Beispiel die Wände, die wir hinter hier haben, und das schickt auch den Ton wahnsinnig nach vorne. Aber wir natürlich versuchen, unseren Körper so einzustellen, dass das ganz natürlich, also die unnatürliche Opernstimme ganz natürlich rauskommt. Und man muss ja auch beobachten, dass in der Natur alles steht da. Ich meine, ein Kuh oder ein Kleinkind, der gerade geboren ist, der kann ja von Natur aus so laut brüllen, bis man da wirklich die Straßen weit entfernt hört. Das heißt, Sie könnten jetzt uns hier im Studio, Sie könnten uns so anbrüllen, dass wir jetzt nach Hause gehen. Nein, ich brülle tatsächlich nicht. Nein, also wenn ich streite, dann schreie ich auch nicht. Also irgendwie, das ist für mich gar nicht der Ausdruck. Wie streiten Sie denn? Ich ziehe mich zurück. Also es sind ein paar Sätze, die ich sage, wo ich finde, dass ich irgendetwas dagegen zu sagen habe. Und wenn ich sehe, dass sich das gar nicht irgendwo bringt, ich gehe zurück. Ich schalte mich ab und streite eigentlich gar nicht. Streiten Sie denn auf Spanisch mit Ihrem Mann oder auf Deutsch? Oder? Man lernt ja in jeder Sprache erstmal die Fluchworte, oder? Ja. Also einige habe ich schon gelernt. Wir haben noch nichts Deutsches Fluchendes von Ihnen gehört, aber das wollen wir auch heute Abend. Nein, 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 nein. Was ist denn? Obwohl, es gibt wunderschön. Ja? Ja. Du fluchst gerne. Ja. Du stehst allein auf der Alm. Das stand aber nicht in meinem Wörterbuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich würde ich das ist schlimm. Ja. Das steht nie, die wichtigen. Also ein Trottel zum Beispiel steht nicht. In meinem Wörterbuch, das sind 32.000 Worte, ein Trottel steht nicht. Ich finde, ich habe selten das Wort Trottel so schön angerollt gehört. Schon gerade fast Musik. Jetzt Musik. Können wir es nochmal hören? Trottel. Nee, das war das Pharyngale eher nach hinten gerutscht. Trottel. Siehste, Trottel. Ein Trottel. Meine Tochter, die war 9 Monate alt und die hat mich angeschaut und dann hat sie zu mir gesagt, Dodel, 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 Dodel. Und das heißt auf Österreichisch Trottel. Ich habe gesagt, was für eine Tochter habe ich, die mit 9 Monaten schon merkt, dass ihr Vater ein Volltrottel ist. Das war das Erziehungsprogramm schon dahin. Da ging dann nichts mehr. So, ich bedanke mich sehr. Gerne, danke schön. Elina Garancia, herzlichen Dank. Und wir haben eine Menge gelernt von Kuhfladen. Ja. Von Trotteln. Dodeln. Dodeln. Ja, ohnehin. Was war das noch mal eben mit der beschwipsten Ente? Ja, das war ganz groß. Ja. Maximilian, noch mal herzlichen Dank für den Besuch. Danke. Große Freude. Ja. Herzlichen Dank. Alles Gute euch beiden. Und dir auch. Es ist die letzte Sendung vor Weihnachten. Ja, gutes neues Jahr. Gutes neues Jahr, sagen wir jetzt schon. Wir sind am 10. Januar wieder da, 2011. Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Jetzt im Anschluss folgt das Nachtmagazin. Ihr Lieben, herzlichen Dank. Auf bald. Danke. Tschüss. Danke.